Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Willkommen zu Need for Speed Most Wanted für den Game Boy Advance. Ich glaube, ihr verdreht jetzt zu Recht den Kopf und die Augen und sonstigen Kram. Und denkt euch so, dieser Typ hat wirklich nicht mehr alles fit. Nee, habe ich auch nicht, aber wir spielen trotzdem Need for Speed Most Wanted für den Game Advance. So, zur Auswahl halt bin wir... Achso, nur den Cobalt SS. Okay. Cobalt SS. Vielen Dank. VW Golf GTI oder den Lexus IS 300. Ja, Leute. IS, SS, ne? Leute, wisst Bescheid. So, wir nehmen den Golf aber. So. Ja, wir machen natürlich die Karriere und machen die Rennevent. Ja, wir haben ein Rennevent Multi-Zeitfahren, Punkt-zu-Punkt-Fahren und einen Rundkurs. Kriegen dafür aber nur sehr wenig Kohle. Ja, bin ich nicht einverstanden mit, aber... Wow, die Grafik hat sich minimal verändert. Nee, ist besser geworden. Die Anzeige ist ein bisschen zu fett, finde ich, da rechts. Okay. Aber wir haben eine Karte da unten, was ich richtig geil finde. So, ich habe keine Ahnung, warum der blinkende Stern da blinkt. Der nervt mich jetzt gerade wirklich. Aber wir haben eine Karte. Wie geil ist das denn bitte schon? Eine Karte haben wir. Das finde ich cool. Ne, ernsthaft, das finde ich echt cool. Ja, ja, die meisten fragen sich jetzt gerade, Takiro, warum? Warum? Hast du nicht genug? Nein, ich habe nicht genug. Ich habe nie genug. Okay, der war schlecht. Nein, aber zu Recht die Frage, wieso? Ja, warum auch? Ich verstehe es selber nicht. Nein, ich habe einfach Bock. Wow, scheiße. Ja, wir werden höchstwahrscheinlich auch den PS2-Teil da spielen. Sehr wahrscheinlich, ja. Boah, ist die Musik scheiße. Oh Mann, ey. Was mache ich hier überhaupt? Ja, die Lenkung von dem Fahrzeug ist für den Arsch. Gebe ich ganz ehrlich zu, die ist echt richtig, richtig scheiße. Ich bin mal gespannt. Ich habe das Spiel schon öfters gezockt, muss ich echt sagen. Ich habe noch nie durchgespielt. Ja, wir müssen natürlich auf die Blacklist auf Platz 1 sein. Das ist so der Hauptziel dieses Spiels. Und auch allen anderen Teilen. Ja. Und ich kam eigentlich nie bei Platz 14, den Kampf habe ich nie geschafft. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ich es mit dem Wagen hier schaffe und weil ich jetzt einen Controller auch habe dazu. Was ich ja für die anderen beiden Let's Plays ja auch benutzt habe, für Underground 1 und 2. Sonst hätte ich die Spiele auch niemals so gut schaffen können, gebe ich ganz ehrlich zu, mit Tastatur. Kannst du die Spiele nicht spielen, also jedenfalls nicht präzise und effektiv genug, finde ich. Da brauchst du schon ein gutes Steuerkreuz, was ich Gott sei Dank habe. Ja. Ja, auf jeden Fall darf man zu Recht fragen, wieso ich mir den nächsten GBA-Titel anfange. Die Bedenken kann ich komplett nachvollziehen. Ja, ich meine, ich möchte die Teile einfach spielen, sage ich ganz ehrlich. Das sind einfach Projekte, YOLO-Projekte fast. YOLO-Projekte kann man so bezeichnen, aber ich meine sie wirklich ernst. Ich spiele sie wirklich ernst. Man sieht ja, ich hänge mich richtig rein da. Ich spiele die wirklich. Ja, supi. Weiter. So, das haben wir abgeschlossen. So, jetzt ein... Rennen, okay, wir kämpfen gegen jemanden. Das ist aber ein bisschen ungewohnt jetzt im Tagwechsel, ne? Denn nachts hast du dir das irgendwie, ja, funktionierte irgendwie. Also jetzt am Tage ist es ein bisschen schwierig, finde ich.
Also man muss sich erstmal gewöhnen, finde ich. Achso. 2 ist eine Karte, man kann sich ein kleines bisschen dran orientieren. Ich sage ein kleines bisschen nur. Also hier kann ich mich überhaupt nicht orientieren, weil ja, es halt 2 Strecken gibt. Ich habe jetzt unterbewusst einfach die untere genommen. Da gibt es einen Kreisel, da bin ich jetzt mal gespannt, was das bedeutet. Da jetzt im Kreis, ob es da im Kreis fahren oder was das genau bedeutet. Was ich gerade ein bisschen scheiße finde, ist irgendwie... Ich habe ein bisschen Panik vor, dass die Gegner irgendwie ganz nah hinter mir sind. Sieht so aus, deswegen. Also kann man halt gucken, ah, okay, der ist hinter mir und so weiter. Ah, okay, cool, wir haben sogar eine Hintenansicht. Gut, sah jetzt nicht so aus, dass sie hinter uns sind. Warum ist da ein Stern? Ernsthaft mal, warum ist da ein Stern? Der blinkt die ganze Zeit, das nervt mich gerade die ganze Zeit, während ich fahre. Muss ich echt sagen, das nervt mich. Shit. Cool. Ach, die waren noch 14 Sekunden hinter mir. Alter, was habt ihr gemacht? Wie, der ist Chris und du bist so schlecht? Schäm dich. Schäm dich, ey. Also Rundkurs. Oh nein, Runde. Ja, klar. Guck mal hier, wie der aussieht. Junge, das ist... warte, was? Wait, what? Was war das denn jetzt gerade? Alter, ich hab nichts gemacht. Wir drehen uns. Hä? Das ist ja richtig merkwürdig, ey. So. Ja, nee, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob wir dieses Spiel auch schaffen. Da bin ich sehr gespannt drüber. Ich habe die Befürchtung gleich, dass ich auch offscreen grinden muss, also sprich Geld verdienen. Hier werde ich wahrscheinlich unten nehmen sollen, lieber. Weil die Kollegen nehmen auch alle oben, okay. Sind aber schnell auf Zack. Hecken auf jeden Fall. Sondern die rote ist sehr schnell. Oder sieht halt so fehlerhaft aus, ich weiß es nicht. Nee, nee, das ist tatsächlich hinter uns. Und zwar fast. Junge, der ist ja echt schneller als wir. Was ist das? Wenn das Rennen länger gedauert hätte, hätte er uns locker geschafft. So, jetzt könnten wir den herausfordern, glaube ich. Oder so, weiß nicht. Rundentower, okay. Gut, 3 Runden die Strecke. Das sollte, glaube ich, merkbar sein. Ja. Bin leicht angespannt, muss man wirklich sagen. Ich weiß nicht, wenn das hier ein Bossrennen auch ist, dann muss man sowieso immer ein bisschen... Ja, wir haben jetzt hier offiziell Bosse. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt original Platz 15 ist oder ob das Platz 14 ist und wir waren Platz 15. Also im normalen PS1-Teiler war es ja immer so, dass wir 15 Bosskämpfer hatten, also 15 Blacklist. Wir waren Platz 16 in der Hinsicht, ne? Und haben uns dann in dem Sinne hochgearbeitet bis auf Platz 1. Was auch sehr viel Spaß gemacht hat, finde ich immer noch eines der geilsten Spiele der Reihe, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir hat Most Wanted extrem gefallen, finde ich immer noch als extrem gutes Spiel. Gut, und ja gut, die Reihe hier ist wahrscheinlich nicht so der Burner. wahrscheinlich nicht, nein. Aber die Let's Play ist es trotzdem schon mal, ne? Ich weiß nicht mal, ob das irgendwie in irgendwer Let's Play hier wirklich, so wirklich mit Geduld und so weiter.
Wenn ich der Erste bin, ist das total klasse. So, der Erste ist ausgeschieden. Ja, ich meine, ja, was denke ich mir dabei? Ich könnte viel geilere Spiele let's playen, würde ich sagen. Aktuelle Spiele auch. Habe ich ein Q&A von mal gemacht über das Thema. Und ja, ich sage immer noch, klar, ich könnte aktuelle Spiele spielen. Ich könnte auch ultra lange gehen und das wird auch alles noch passieren. Ganz, ganz, ganz sicher. Verspreche ich euch. Da kommen echt Spiele, die bestimmt sehr, sehr lange dauern. Ne? Ich finde so ein bisschen Mix auch klar. Ich meine, wenn man sich jetzt anguckt, für Underground 1 habe ich 15 Parts gebraucht, für Underground 2 17 Parts. Ich weiß nicht, wie lange ich bei Most Wanted dran sitze. Werden wir sehen, wie gut ich durchkomme natürlich, ne? Okay, schön, dass der nicht, also finde ich schön, dass die da zwar stehen, also die jetzt ausgeschieden sind, meine ich. Aber, ja, dass die da nicht rumstehen. Junge, das wäre bescheuert. Das wäre richtig bescheuert. Also fände ich richtig, 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 richtig bescheuert. Ja, weil die den Weg versperren, ne? Mit meinem Glück ramme ich da volle Karacho rein. Und man kennt ja die Physik hier, knallst du gegen irgendwas, drehst du und überschlägst du dich millionenmal. Total übertrieben und sinnfrei, aber es wird viel gemacht. So nach dem Motto YOLO oder so. Meine Güte, ich soll wirklich aufhören, so welche Jugendwörter zu benutzen. Das macht mein Niveau einfach nicht hin. Ich bin auch viel zu alt für den ganzen Kram. Ist halt so. Sollte mal ein bisschen ernster sein, so. Ja! Und so weiter. Nein, das ist. Ja, das ist. Ist sollte ich vielleicht für mein Alter machen. Aber nicht. Supi. Stufe 1, Chases, Bosslackierung, Tess, Kapitel 2. Ja, Tess ist dritter gewesen, was? Ja, chillig, der Typ. So. Aber den habe ich doch schon. Ach so, wir müssen. Ah, okay, Kapitel 2. Hier ist halt Straßensperre. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich denke mal, ich soll vor der Polizei abhauen. Hier zum Beispiel. Sind wir K.O. Alles klar, wir sollen nicht in die Polizei reinrammen. Ah, okay, wir sind 4 Stück anscheinend. Ah, okay, wir haben sogar noch Zeitlimit. Was nicht ganz so cool ist. Okay. 4 Punkte. Mhm. Schön. Rundkurs. 2 Runden. Bin mal gespannt, wie weit ich mit dem Wagen hier durchkomme. Wow.
bisschen viel Verkehr. Jetzt holen die mich wahrscheinlich ein, ne? Ja. Fand aber auch ein bisschen merkwürdig, die Fahrzeuge. Mal langsamer, mal schneller. Ich bin mal gespannt, ob wir da noch mehr haben werden. Also schneller meine ich, ne? Also darf gerne auch weniger sein, ne? Also es muss nicht viel sein. Um Gottes Willen, nein, bitte nicht. Muss echt nicht sein. Kann so bleiben, wie es gerade ist. Ist angenehm. Ups. Da bin ich nach hinten mit dem Steuerkreuz gegangen. Ist aber eine Scheißstelle. Besonders mit dem Wagen kannst du ja noch nicht so wirklich. Wow. Mit dem Wagen kannst du ja noch nicht so richtig geil lenken, finde ich. Ich bin mal sowieso gespannt, wenn wir ein getuntes Fahrzeug haben später, ob wir da irgendwie besser mit lenken können. Hier ist gerade zuletzt in Need for Speed Underground 2 mit dem Mitsubishi, war das glaube ich. Ne, Nissan Skyline, sorry. War schon wieder ein Nissan, mit dem wir gewonnen haben, ne? Also mit Underground 1 haben wir ja auch mit einem Nissan 350Z gewonnen. Also abgeschlossen, das Spiel meine ich. Und diesmal mit dem Nissan Skyline. Was eben besser funktioniert, muss ich sagen, ne? Ja, cool. Rennen geschafft. So, ein Sprint. Oder Punkt zu Punkt hier. Sieht auch scheiße aus, die Strecke. Ich bin mal gespannt. Mehr bald. Ah, shit. Falsch. Erkennst du halt sehr schlecht, muss ich dazu sagen. Wow. Wirklich? Das ist so eine Kamera. Als wenn wir irgendwie so ultra groß wären, wären die richtig klein. Merkwürdig. Ja gut, die sind wahrscheinlich besser getuned als ich, ne? Wir haben gar keine Tuning. Ne, wir haben überhaupt kein Tuning. Jetzt sind sie wieder weiter hinter, ja, okay. Why not? Sag ich ganz ehrlich, why not? Warum nicht? Umso weiter entfernter, umso gut und besser für mich. Also hier sind wir ja sowieso jetzt ein bisschen langsamer. Ein bisschen irritierend auf jeden Fall, weil na, man sieht jetzt auch nicht wirklich, wo man jetzt gerade wirklich ist. Man sieht den Punkt zwar, aber
durch die anderen Punkte, die ja auch nicht gerade klein sind, kann sie es nicht abschätzen, okay, hier kommt jetzt rechts oder links Kurve. Naja. Also wahrscheinlich wieder halbherzig gemacht, das Spiel. Wieso nicht? So, 2,42 geschafft, das gefällt mir. Punkt zu Punkt drin. K.O., okay. Kein Verkehr. Das gefällt mir eigentlich. Also kein Verkehr und so. Schon gut. Ich muss mal gucken, ob ich mit dem Wagen überhaupt eine Chance habe gegen die. Okay, also vorbeiziehen können wir schon mal. Was mich auch ein kleines bisschen irritiert. Irritiert und wundert, vor allem. Aber warum nicht? Haben wir jetzt gewonnen? Nein. Okay, sind anscheinend nur so kurze Rennen. Warum nicht? So rund zu rund. Punkt zu Punkt. Als kleine Turnier, der verkackt. Gab es bis dato auch noch nicht, glaube ich. Ne? Die Kurve war scheiße. War doch abrupter als zunächst angenommen. Das Lustige ist, der Sunny ist hier tatsächlich auf, warte mal, nee, Ende war das? Ist im Grunde scheißegal, wir fahren jetzt einfach mal. Jetzt, also das finde ich ein bisschen blöd, der hätte man irgendwie besser in 10 setzen können. Haben sie in der PSP-Version aber auch nicht. Das Einzige, wo sie ganz gut in der 10 gesetzt haben, waren die Konsolenfassungen. So Handhelds haben sie eher so mehr gemacht. Also irgendwie haben wir im letzten haben wir mit Tess gespielt, also den Tess, der ist eigentlich auf Platz 14. Und jetzt kämpfen wir entweder gegen Ender oder Sunny. Sunny ist eigentlich Platz 15 in der PS2-Fassung. Ja, wird ein bisschen knapp. Trotzdem geschafft. Stufe 1, Getriebefelgen 1 bis 5, okay, Bosslackierung, Ender. Okay, also anscheinend war Ender unser der Bossfight, okay. Why? Okay. Ah, okay. Gut. Chassis haben wir und Getriebe war das, glaube ich, ne? Okay, Schaltung hier. Okay, merkwürdig, aber... Okay. Ja, Leute, das war's jetzt erstmal mit dem ersten Part von Need for Speed Most Wanted. Wir haben jetzt anscheinend 2 Plätze gut gemacht. Genau, Test war jetzt hier Platz 15. Ende ist Platz 14 und als nächstes wäre Nick F.
Platz 13. Der ist unser nächster Gegner. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Need for Speed Most Wanted wieder. Bis dann, haut raus und ciao.